Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Und heute möchte ich euch ein paar offiziell erschienene Gameboy-Zusatz-Hardware-Add-ons vorstellen. Also Gameboy-Zubehör im Prinzip. Weil wir lieben alle unseren guten alten Gameboy. Aber sagen wir ehrlich, damals hatte er schon so ein paar Unzulänglichkeiten. Und da gab es natürlich dann auch den Bedarf von einigen Add-ons und Spielereien, die dann nach und nach erschienen sind. Ich werde in dieser Folge natürlich nicht alle abdecken. Ich konzentriere mich auch nur auf die von Nintendo offiziell erschienenen Sachen. Es gab natürlich von Drittherstellern sehr, sehr viele andere Sachen. Wie es halt heutzutage auch ist, wenn irgendwas populär ist, da kommen dann wirklich die ganzen Dritthersteller und versuchen da irgendwie was auf den Markt zu werfen und dadurch schnelle Mark zu machen. Und genug der langen Vorrede, fangen wir an mit den, ich sag mal, essentiellen, die wirklich so ein paar Sachen von den Gameboy ausbügeln, die natürlich nicht so ideal sind. Und wir starten mit den Lightmax. Ja, der sieht jetzt auf den ersten Blick sehr, sehr seltsam aus, aber macht sich natürlich auf, um einen großen Nachteil des Gameboys irgendwie aufzubessern, und zwar das Display. A, ist es natürlich nicht beleuchtet. Das heißt, ihr müsst immer irgendwie unter einer Lampe da sitzen, um da einigermaßen was zu erkennen. Und die Größe war natürlich jetzt auch nicht so das Beste. Und da hat Nintendo natürlich irgendwie versucht, das möglichst kostengünstig irgendwie besser zu machen. Also gab es da dieses Modul zum Aufstecken. Sieht natürlich sehr klobig aus und ihr habt im vorderen Bereich eine Lupe, womit denn das Display etwas größer erscheinen soll. Und das Wichtigste, zwei Lichter, womit man das Ganze dann auch entsprechend beleuchten kann. Ich hatte als Kind so ein ähnliches Modell von einem Dritthersteller, da konnte man die Lupe irgendwie dann auch noch gezielt irgendwie wegmachen und nur das Licht benutzen. Also die Lupe, so in meiner Gaming-Karriere damals, habe ich die nicht so wirklich benutzt und habe dann wirklich immer so ein bisschen diesen Vorteil von dem Licht irgendwie eher nachgefragt als wirklich diese Lupe. Aber dadurch wurde natürlich durchaus wirklich versucht, diese Unzulänglichkeiten irgendwie zu verbessern. Es gibt davon dann auch noch ein Lightmax 2 Modell, was natürlich eher so auf den Game Boy Color bezogen ist. Und jetzt habt ihr das Problem mit den komischen Monitor oder Bildschirm jetzt gelöst. Jetzt hat er natürlich noch ein anderes Problem, der Batteriehunger. Aber auch dafür hatte Nintendo eine Lösung, und zwar das Akku-Pack. Das war im Prinzip ein klobiges Teil, was man an eine Netzsteckdose ganz einfach anschließen konnte. Und dieses Akkuteil hat sich dann aufgeladen und man konnte es dann außen an den Gameboy ranstecken und konnte dann auf normale Batterien verzichten. Die Batterielaufzeit war so okay, war natürlich jetzt nicht exorbitant super, aber da, wo ich das Ding als Kind auch am meisten benutzt habe, was eigentlich auch so ein bisschen eher gegen den tragbaren Aspekt des Gameboys irgendwie spricht, man kann auch direkt am Strom damit spielen, indem man einfach das Akkuteil einstecken lässt und dann konnte man unabhängig mit Strom spielen. Das habe ich als Kind sehr oft benutzt und habe mir auch sehr oft natürlich auch diesen Batteriehunger gerettet. Und da hatte man definitiv eine Sorge weniger, wirklich unverzichtbar damals. Auch da gab es später noch ein zweites Modell, was auch für den Game Boy Classic so ein bisschen bezogen wurde. Da hatte es jetzt einen Unterschied, dass man das Ding etwas mehr entkoppeln konnte und diese Ladestation so ein bisschen handlicher hat, wenn man dieses Akkupack mit irgendwie auf Reisen mitnehmen möchte. Also die beiden Sachen würde ich wirklich so ein bisschen so als das Essentielle irgendwie erklären. Aber später kamen natürlich auch noch so einige andere coole Spielereien. Und zwar 1998, da kam die Game Boy Kamera auf den Markt. Ja, wirklich, es gab eine Kamera, die war schwarz-weiß, hatte 0,014 Megapixel und eine Auflösung von 128x112 Pixel. Also wirklich für die Zeit eigentlich gar nicht so verkehrt, wo wirklich man noch gar nicht so großartig von irgendwelchen digitalen Kameras gesprochen hat. Und diese war für den Game Boy
brauchbar. Man konnte sogar die Kamera hier drehen und quasi einen Selfie-Modus machen. Auch da seinerzeit durchaus voraus. Das kam in so einem speziellen Modul, was man halt einstecken konnte, wo natürlich der Strom versorgt wurde. Und man konnte sich dann diese Fotos direkt auf den Gameboy anschauen. Dazu bei kamen natürlich so ein paar kleine Minispielchen und sowas. Also ihr hättet da nicht nur in der Software die Kamera und gut ist, sondern ihr hättet da noch ein paar kleine Spielchen. Aber jetzt hattet ihr natürlich auch das Problem, cool, jetzt habe ich diese Fotos, aber ich möchte die gerne zeigen. Und für den Fall gab es im selben Jahr den Gameboy-Drucker, also der Printer. Auch ein faszinierendes Stück hat man an den Gameboy denn angeschlossen. Und die Besonderheit war, dass der Druck auf Thermopapier gemacht wurde, was ein selbstklebend ist. Das heißt, man konnte sich so eine Art eigene Sticker irgendwie aufkleben. Das heißt, es wurde keine Tinte dafür gebraucht, wie jetzt im normalen Tintenstrahldrucker oder ähnliches. Also die Technik ist dann so ähnlich, wie welche Kassenbons hier ausgedruckt werden. Die werden ja auch nicht hier mit Tinte und sowas bedruckt, sondern auch mit diesem Thermopapier. Deswegen sollte man die Dinger ja auch nie einlaminieren und so weiter. Dafür war es natürlich in diesem Bundle mit dieser Kamera unverzichtbar. Später erschienene Spiele haben die in den Drucker teilweise auch noch irgendwie eingebaut. Zum Beispiel, dass man sich dann irgendwie Highscores ausdrucken konnte und sowas. Also mit dieser Kombination konntet ihr wirklich, ja, natürlich sehr stark verpixelte Aufnahmen machen. Aber damals wirklich seiner Zeit voraus. Und da gab es natürlich dann auch noch das Gameboy Printer Paper, also das Druckerpapier für den Gameboy Printer. Wie gesagt, da braucht man halt dieses spezielle Thermopapier. Soweit ich weiß, kann man das auch mit einem relativ modernen irgendwie substituieren, dass das einigermaßen geht. Auch heute noch hat die Gameboy Kamera vor allen Dingen auch sehr, sehr große Fans, und ich habe auch auf Twitter schon so einige mitverfolgt, die denn diese Gameboy Kamera benutzen und da ein modernes Objektiv drauf machen und damit dann wirklich sehr, sehr beeindruckende Fotos machen, wie ich finde. Also wirklich, die Gameboy Kamera, die lebt immer noch, obwohl es aus heutiger Sicht natürlich technisch absolut obsolet ist. Aber mit den Gameboy Fotos zu machen, das ist schon eine echt, echt, echt faszinierende Idee, wie ich finde. Dann gab es noch, unabhängig von diesen ganzen, ja, ich nenne es mal Spielereien, als Spielerei noch den 4-Spieler-Adapter. Ich habe leider kein Exemplar gerade da, was ich für euch vorhalten kann. Das kam damals vor allem in den Bundle von F1 Race. Und zwar war das so eine Art Hub, kann man sich das vorstellen, also wie so ein modernes Netzwerk-Hub. Und man konnte dann halt mit 4 Spielern gegeneinander Gameboy spielen. Also der Gameboy hatte natürlich von Bord aus schon dieses Linkkabel dabei, wo ihr 2 Gameboys verbinden konntet und dann gegeneinander spielen konntet. Und mit Hilfe dieses Adapters konntet ihr es sogar mit 4 Leuten machen, was auch sehr ambitioniert ist. Also ich habe es damals nie erlebt, dass das jemals irgendjemand gemacht hat. Aber ist natürlich eine sehr schöne Möglichkeit, vor allem weil man natürlich noch 4 Gameboys brauchte und 4 Leute, die dasselbe Spiel haben, was damals nicht unbedingt immer so der Fall war, wobei F1 Race hatte, glaube ich, so gut wie jeder. Das waren jetzt also die essentiellen Add-ons und die, ich sag mal, eher Spielereien. Und jetzt seid ihr durch und möchtet euren Gameboy jetzt am besten irgendwo hinpacken. Aber wohin? Auch dafür gab es natürlich Lösungen. Unter anderem die Gameboy-Gürteltasche mit einer schönen Farbkombination aus Neon, Pink und Schwarz. Einfach zeitlos, auch die hatte ich als Kind total abgefeiert. Die hat extra so ein Fach, wo ihr den Gameboy schön reinmachen könnt. Da hat natürlich so ein paar entsprechende Fächer für Spiele, die ihr mitnehmen könnt. Also wenn ihr auf Reisen macht, durchaus essentiell. Dann gibt es natürlich auch noch andere Aufbewahrungsmöglichkeiten. Allerdings habe ich die jetzt auf der offiziellen Nintendo-Seite nie gesehen. Deswegen weiß ich da nicht, ob die wirklich auch offiziell released wurden. Also der Anschein nach scheint das immer alles lizenziert zu sein. Aber Nintendo führt das nicht auf seiner offiziellen Hardware-Seite auf. Beziehungsweise, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ihr könnt auf der Nintendo-Seite euch das offizielle Gameboy-Zubehör auch anschauen. Ich habe euch den Link natürlich unten in der Beschreibung reinkopiert. Und hier seht ihr in der Vitrine zum Beispiel noch so einen großen Koffer, wo ihr natürlich auch viel Platz für eure Gameboy-Sachen hattet und Spiele und so weiter. Der ist aber auch nicht offiziell, auch wenn er sehr, sehr danach aussieht, zumindest nach meinem Wissensstand. Vielleicht klärt mich auf, wenn ich da irgendwie falsch liege.
Das war das ganze Zubehör, beziehungsweise seine Auswahl davon. Wie gesagt, es gibt natürlich viel, viel, viel mehr, vor allem von Drittherstellern. Da sind sie natürlich alle irgendwie verrückt geworden und haben wirklich versucht, so viel wie möglich auf den Markt zu werfen. Aber ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.